Never have I ever. Never have I ever. Wenn ich ganz fies wäre, würde ich jetzt sagen, wir spielen das, aber wir machen es nicht wirklich, wir singen. Aber der Bike hat mir angetrollt, wenn er nochmal muss singen in diesem Studio, dann stehst du auf und gehst. Definitiv, und das werde ich machen, Steff. Weil letztes Mal haben wir ihn singen und haben echt nicht gewusst, dass er zuvor mal singen musste. Dave, du hast aber gesagt, du würdest mit. Ich würde gerade aufstehen gehen. Also. Singst du so mies oder nicht gern? Ich singe sehr gerne für mich unter der Dusche. Vor der Dusche? Vor dir? Für mich, ja. Für mich. Was singst du? Alles Mögliche. Das ist, was so im Radio läuft, über Kinderlieder. Ich wäre so gerne mal dabei. Dominik, machen wir eine Homestory zusammen. Genau. Wir schleichen uns mal rein. Wir müssen mit dem Bigler einen Pakt schließen. Also, wenn du wieder gewinnen genau, lässt, ja. Ist der Bigler sicher rein. Voilà. So. Also, ich stelle Fragen. Habe ich, heisst, ich habe das schon mal gemacht. Habe ich nie, heisst, das selbstverständlich habe ich noch nie gemacht. Ich habe schon mal für Young Boys gesagt. Echt? Für mich gibt es das Wort nicht und es ist eigentlich ein Schwachsinn. Und als du es noch nie gehört hast, dir glaube ich, im Gegensatz zum Biking. Ich habe schon mal an einem FKK-Strand gebadet. Die Frage hast du schon letztes Mal gestellt. Ja, sicher auch dir. Genau gleich, es ist eigentlich immer die gleiche. Fantastisch, wo war es? Ja, schon lange her, irgendwo in Frankreich. Das ist schon länger her. Vielleicht müsste ich nachher noch fragen, ich würde noch mal am FKK-Strand baden. Wie ist es noch? No, problemlos. Ja, das ist ja nichts Schlimmes, oder? Nein, ist nicht. Ich habe schon mal etwas gestohlen. Ja. In einem Laden. Nehmen wir es mal auf einen Laden. In einem Laden, ja. Biking, was war es bei dir, Katschi? Das war, als ich sehr jung war, 15, hatten wir so ein Lager gehabt. Fiesch hat es geheissen. Und dort habe ich mit einem Kollegen geklaut und bin heimgeschickt worden. Zu Recht. Ja. Ei, ei, ei. Böser Bub. Was hast du aufgehabt? Habe ich nicht. Und du hast gesagt, habe ich? Ja. Ich bin nicht stolz drauf. Ja, das glaube ich. Aber ich habe mal vergessen, im Coop etwas einzuscannen, das stimmt. Und dann haben sie mich verwirrt. Ja. Sie haben es aber nicht geglaubt, dass ich es wirklich vergessen habe. Aber dann kommst du dreimal nacheinander in Kontrolle, gell? Von denen. Ja. Und dann schwitzt du jedes Mal Blut, dass du nichts hast vergessen hast. Nein, ist das so? Nein, wir sind ja dann raus, oder wie? Ja. Ich bin dann so gross vor dem Eingang gehangen. Ich glaube. Wanted. Ich glaube, sie tun dann dreimal nacheinander. Die nehmen sie raus. Schon, das haben wir jetzt noch nicht. Schwitzt Blut, weil du natürlich hoffst, dass du nicht wieder etwas hast vergessen. Wo natürlich kann passieren. Ich habe schon mal den Ausweis abgegeben. Anständig. Profi. Bei mir war es wegen des Nachauffahren. Bei dir? Bei mir ist, ich habe die Prüfung gemacht gerade. Und genau im gleichen Monat habe ich es wieder abgegeben. Bravo. Das sagt einen Neulenker, das ganze Theater wegen dir. Dominik? Ich habe mal ganz wenig zu viel am Steuer. Zu Alkohol und ja. Es war eine gute Lehre. Absolut. Ich bin schon mal eine Prüfung durchgefallen. Prüfung? Ja, was heisst das? Schulprüfung? Irgender, ja. Nein, es muss schon Autoprüfung oder eine Lehrabschlussprüfung. Oder? Nein. Wollen wir darüber reden? Sehtest. Ja. Nicht alle Teil vom A-Diplom gerade sofort bestanden. Ja, aber das ist schon krass, oder? Ah! Ich weiss also mit dem Hutch zusammen? Ja, genau. Du hast mit ihm gespielt, du bist so solidarisch. Du hast gesagt, Hutch, ich komme mit. Und ich habe schon mal gelogen in einer Fernsehsendung. Heute nicht, wollte ich noch sagen. Heute nicht. Bei dir, Bike? Heute auch nicht. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on SportleHD.com and We Love Football.